Hey Leute, wir gucken uns heute einen ganz seltsamen Kliromeiser an. Das ist der Megatwix. Zwei Liquid-Kammern, zwei Heizwendeln, zwei verschiedene Liquids. Naja, ihr kennt vielleicht die Situation. Oh, Banane. Wer bist du? Dein böses Alter Ego. Und was willst du? Kirsche. Na super. Dass ihr euch einfach nicht entscheiden könnt, welches Liquid ihr dampfen wollt. Und hier könnt ihr zwei Liquids gleichzeitig verdampfen in zwei Kammern, die übereinander gelagert sind. Das hat so ein bisschen die Vivianova-Bauweise. Ich zieh mal dran. Und dafür, dass das eigentlich so ein Spaßgerät ist, wie ich es einschätze, funktioniert es eigentlich ganz gut. Wir gucken mal im Detail. In dieser schmucken Schachtel kommt der Megatwix. Ja, ihr seht hier den Namen, hier das Motto for Double Joy. Hier gibt es ein paar Prüfzeichen, so wie das normal ist. Und hier noch ein paar Sachen, wozu das Ding kompatibel ist. Aber das sollte uns eh klar sein. Schauen wir doch mal rein. Einmal den Verdampfer selbst. Und einmal eine Anleitung in so etwas Ähnlichem wie Englisch. Und mit so kleinen Bildern, die könnt ihr eigentlich, ja, weg damit. Das Gerät besitzt unten natürlich den Standard 510er Anschluss. Die Lufteinführung ist an der Seite des Anschlusses. Dann kommt die Bodenkappe. Die Bodenkappe ist eingepresst in die erste Kammer. Hier drin seht ihr eine Kliromeiser-Wendel. Als nächstes wird hier die erste Kammer angeschraubt. Dann ist an dieses Stück, wo die Kammer angeschraubt wird, die zweite Kammer auch nochmal eingepresst, also nicht geschraubt, sondern gepresst. Die zweite Wendel in der Kammer und dann kommt auch schon die Kopfplatte und das Strip-Tip. Okay, zerlegen wir das Ding nochmal kurz. Ich kann die untere Kammer abschrauben. Und jetzt ist gerade was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Denn ihr seht, die Heizwendel ist jetzt an der oberen Platte fest. Das passiert gelegentlich und das kann einem auch schon mal ärgern. Diese ist hier einfach nur eingesteckt und kann rausgezogen werden. Diese Heizwendel könnt ihr tauschen, die könnt ihr einzeln nachkaufen. Preis liefere ich euch gleich nach. Für die Bastler und Pfennigfuchser sei gesagt, ich habe keine Möglichkeit gefunden, diese Dinger hier selbst zu wickeln. Es ist etwas größer als bei Vivinovas, denn diese komplette Einheit ist die austauschbare Heizwendel und auch gleichzeitig die Luftdurchführung. Um diese zu tauschen, einzusetzen, einfach in den Tankboden einschrauben. Handfest anziehen und fertig. Gleiches gilt für die zweite Kammer. Ihr könnt auch hier den Kopf abnehmen. Auch hier ist jetzt das Teil rausgerutscht. Also diese Gewinde hier sind einfach ein bisschen zu leichtgängig. Deswegen schraube ich die Wendel auch gerade in die zweite Kammer nochmal ein. Okay, unsere beiden Kammern, unten und oben. Und dann haben wir noch die Top Cap. Die Top Cap sieht so ein bisschen aus wie eine normale Vivinova Top Cap. Und hier drauf befindet sich ein Drip Tip. Ihr könnt jedes 15er Drip Tip aufsetzen. Dieses Drip Tip war jetzt dabei. Nicht schlecht, nicht der Wahnsinn, halt einfach ein Drip Tip. Die Befüllung ist ganz einfach. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich möchte ein Zitronenkaugummi machen. Deswegen habe ich hier einmal Zitrone, einmal Bubblegum. Zunächst wird die untere Kammer befüllt oder ich befülle halt zunächst die untere Kammer. Und zwar könnt ihr hier quasi mit der Gießkanne bis zum Gewinde einfüllen. Angegeben auf dem Tank sind 1,8 Milliliter. Ob das stimmt, ich kann es nicht genau sagen, aber es könnte in etwa hinkommen. Jetzt wird auf die untere Kammer, die obere Kammer aufgeschraubt. Und zwar gerade so handfest. Und damit ist diese dann zunächst mal dicht. Jetzt fülle ich Bubblegum in die obere Kammer, genauso wie ich auch die untere Kammer befüllt habe. Und darauf kommt die Top Cap. Das war's. Jetzt können wir testen. Okay, befüllt und zusammengebaut ist das Ding. Ich zieh mal wieder.
Der nebelt meiner Meinung nach erstaunlich gut. Hätte ich dem Teil nicht zugetraut. Der Flash ist ein bisschen trocken. Ja, er macht sehr schnell ein trockenes Mundgefühl. Und der Geschmack ist Gliromeiser-artig und zwar okay. Ihr könnt ja da relativ schnell eure eigenen Geschmäcker Banane mit Kirsche. Ist gar nicht mal so schlecht. Das ist Baki, ne? Nee, das ist Kiba. Baki. Kiba. Baki. Kiba. Die Entscheidung für Zitrone, Kaugummi war jetzt nicht so toll. Kann ich nicht empfehlen. Ich habe es noch gar nicht gesagt. Zur Verfügung gestellt wurde mir das Teil von Großdima. Vielen, vielen Dank. 12,90 € kostet das System mit zwei Verdampferköpfchen und die Verdampferköpfchen kosten, wenn man sie nachkauft, 2 €. Da weiß ich jetzt nicht, ob man für 2 € zwei Verdampferköpfchen kriegt oder eins. Kann ich nicht sagen. Vielleicht hat da Großdima noch eine Antwort zu und postet die uns unten in die Kommentare. Jedes Köpfchen liegt einzeln bei 3,5 Ohm. Das ergibt sportliche 1,7 Ohm für den kompletten Verdampfer. Und ich habe es jetzt gedampft bei 4,3 Volt, wobei sich kein Kokeln ergibt. Und zwar die ganze Zeit nicht. Ich habe schon mehrere Tanks damit leer gemacht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage nach, braucht man sowas? Ein Problem ist, wenn ihr Probleme kriegt, und zwar mit einer dieser Wendeln, habt ihr ein doppeltes Problem im Gegensatz zu vorher. Denn ihr müsst jetzt rausfinden, woher kommt Kugeln, wenn da Kugeln ist. Welches von den Teilen sifft, wenn da was sifft. Wenn euch eins ausfällt, könnt ihr nicht mehr dampfen, dann funktioniert es nicht mehr. Eine andere Sache, die ich noch gemerkt habe, wenn ich den oberen Tank zu fest aufschraube, und dann kriege ich hier drin irgendwo einen Kurzschluss. Dann zeigt mir der Akkuträger nur noch 0 Ohm an. Würd ich mir persönlich das jetzt nochmal kaufen? Ehrlich gesagt, nein. Denn wenn ich Liquids irgendwie miteinander kombinieren will, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme die Megatwix Megatwix! oder ich benutze einfach das gute alte Zusammenkippen und Zusammenkippen! kippe das Zeug halt einfach zusammen in den Verdampfer. Also das geht ja auch. Das ist jetzt kein Produkt, auf das ich gewartet habe. Ich finde es trotzdem ganz lustig. Es ist eigentlich ein ganz netter Partyartikel, so finde ich. Und es ist ein guter Geschenkartikel für Dampfer, weil es halt einfach witzig ist. Den Sinn jetzt, um sich das so zu kaufen, für mich ist er nicht da. Aber ich muss sagen, es dampft tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Es schmeckt besser, als ich gedacht habe. Ich bin mit großen Vorurteilen an dieses Ding ran. Denn es ist ja eigentlich eine doppelte Vivinova und das für einen Preis von 12,90 € ist super günstig. Also bin ich erstmal davon ausgegangen, das Ding kann nix. Und das kann man eigentlich nicht behaupten. Ja, ich finde, es ist ein nettes Geschenk für einen Dampfer, der sonst irgendwie schon alles hat und dem man eine Kleinigkeit mitbringen möchte. Dafür ist es gut geeignet. Ansonsten braucht man dieses Ding nicht wirklich. Aber es ist auch kein Fail. Guckt es euch an, der Link ist hier unten in der Beschreibung, wie immer. Wenn ihr Fragen habt, ich freue mich, wenn ihr mir dazu was in die Kommentare postet. Ich bin froh über konstruktive Kritik. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich finde es total toll, wenn ihr abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.